wir fertig. Los! Feindliches Schiff wurde getroffen. Feindliches Schiff wurde getroffen. Willkommen auf Duftis Kanal. Patch 121. Wo haben wir jetzt nochmal Veränderungen? Würde ich gerne nochmal mit euch schnell durchgehen. Der Entwickler hat das ja mit der Zeit geändert, dass es nicht einfach so Sprünge gibt, sondern dass wir jetzt einfach in der Campaign selber ein bisschen mehr Zeit brauchen, damit sich das mit den Kriegsereignissen, mit den Kriegsgeschehnissen dann auch besser synchronisiert. Das bedeutet, die haben es ja schon so gemacht, dass wenn man jetzt Torpedos und Ware lädt, dass man dann oft Tage warten musste, bis man überhaupt weggekommen ist. Das ist mit 21 wieder ein bisschen runtergepatcht. Es hat jetzt trotzdem dauert es, bis die Ladung dann an Bord ist. Aber so nach ein, zwei Tagen ist man dann eigentlich auch immer damit durch. Um die Zeit sonst noch zu verlängern. Beim BDU wird viel über ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Gute Arbeit. Guter Mann. Hier haben wir ja noch die Veränderung. Hier meine Crew braucht eine Pause, eine Auszeit. Und auch damit, das werden wir wohl öfters brauchen, kann man dann halt hier schon mal über 2 Wochen auch überbrücken, sodass dann mit Reparaturen und Ähnlichem dann doch die Zeit ein bisschen langsamer vergeht, nicht? Und man nicht da so schnell voranschreitet. Was leider noch ist, ist, dass die ganze Crew dann natürlich in die Pause geht. Ich hoffe aber auch, dass hier bei der Rekrutierung... Kapitän, das kann deine neue Crew sein. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Dokumente sehen möchten. Dass wir die zu Hause bleiben, schicken den jetzt noch mit. Das heißt, der... Ups, jetzt habe ich ihn angeklickt. Das wollte ich so nicht. Haben wir hier noch einen, den wir kaufen können? Nein. Dann machen wir das hier nochmal. 1, 2, 3, 4. 4 Mann, die jetzt eigentlich hier bleiben. Und ich hoffe, dass die sich auch erholen. Ich glaube, mit 21 haben die ja hier noch ein bisschen mehr erweitert. Gut. Also, das sind schon mal große Veränderungen. Ich werde jetzt hier mal eben dem Kollegen... Er kriegt erstmal Hilfe. Ihn machen wir mal eben zum Quartiersmeister. Ah, das riecht hier ja schon lecker. Rohr 1 geladen. Hauptlager. Dann machen wir erstmal die Kombüse voll. So. Und dann möchte er bitte das hier doch schon mal rüber transportieren. Herr Kaloy. Und er kriegt auch ein paar Leute dazu. Jawohl. Weiß ich nicht, ob er das genommen hat. Weil ich war eben wieder da selber drinnen, ne? Ohr 2 geladen. Gucken wir nochmal. Nee, das hat er nicht angenommen. Aber jetzt. So, die machen das ordentlich. Kapitän. Er hier arbeitet auch ordentlich weg. Das sieht auch alles jetzt ein bisschen sauberer aus hier. Herr Kaloy. Den Funker, den brauchen wir gleich ja sowieso nochmal. Für die Nachricht viel Glück. Und dann gucken wir uns das jetzt mal eben im Lager an. Was brauchst du, Herr Kaloy? Schau mal. Lebensmittel. Ihr wisst ja, Käse esse ich nicht ganz so gerne.
endlich wieder meine Kartoffeln. Und dann nehmen wir noch ein bisschen. Davon mit. Munition lassen wir erstmal sein. Bisschen Kraftstoff. Torpedos, da können wir schon ordentlich nachladen. Der war schon fleißig. Das Genörgel bringt mich um, mein Freund. Schau mal. Und jetzt sehen wir ja auch, was bewegt wird. Aber es geht jetzt viel schneller, als wie es bei Patch 120 war. Und das passt so auch. Ja, im Boot. Das ist meine Ich seit 20 so. Ich nehme mal hier den Tisch. Ja. Kapitän. Da soll man hier Pause machen. Herr Kaloy. Und wenn wir jetzt hier mit dem Offizier hier durchgehen. Und das einfache Volk steht im Weg. Dann brauchen wir nur kurz warten. Danke. Na, was ist hier los? Oh, da hat mich doch einer durchgezogen. So, und dann kommen wir jetzt vernünftig hier an den Kollegen auch vorbei. Ja, die machen jetzt für jeden Platz, der hier lang muss. Das sind Kleinigkeiten. Ja, ihr könnt euch wieder setzen. Die trauen mir nicht. Die denken, gleich kommt ihr wieder. Da, da, da. Jetzt. Ah, ich muss hier leider durch. Danke. Ja, das kann ich den ganzen Tag machen. Endlich steht mal einer für mich auf. Diese Routine ja, bringt mich um. Ich hab's geahnt. Jeden Tag das Gleiche. Als wenn ich das schon mal gehört hätte. So, ist eine Kleinigkeit, aber das sind so Sachen Stück für Stück, wo man sieht, dass die da wirklich dranhängen und das auch wirklich schön verbessern. Das sind viel wichtigere Sachen als die Bauarbeiter. Hier werden auch Hafenarbeiter also bald dann kommen. Das ist zumindest so gedacht. Aber vorher gibt es noch ganz andere Sachen zu erledigen, denke ich mal. Ja, auch im U-Boot, die Technik und so. Wir haben jetzt schon einiges eingekauft und wir sehen, das ist gerade mal so ein Tag, der jetzt laufen würde. Herr Kaloy. Jetzt gucken wir mal im U-Boot. Torpedo vorwärmen wollen wir nicht mehr. Jetzt sagen wir ihm, leiten Offizier, zack. Der Torpedo ist sauber weg. Ab und zu gibt es immer noch einen kleinen Bug, nicht von der Funktion. Das ist immer nur die Grafik, aber doch jetzt muss ich sagen, ist das schon eine ganze Ecke runter hier im Boot. Und? Aufstehen? Ja, so gehört sich das. Ich weiß nicht, hier meine ich, hätte sich auch was getan an der Grafik, aber da bin ich mir nicht wirklich sicher. Hier hat sich das noch nicht getan, dass die Propeller sich dann auch so drehen, wie die Maschine läuft. Kann ich jetzt gleich nochmal kontrollieren. Da habe ich aber auch keinen großen Unterschied gesehen. So, bei der Rekrutierung haben wir ja nichts Neues. Wir gehen aber nochmal, obwohl bevor wir das anklicken, viel cleverer natürlich einmal ins Hauptquartier und da schon mal Forschung vergeben. Funkmessung, das mag ich ja sehr gerne. Oh, ich habe Glück, da haben wir auch einen, der das kann. 143 Stunden, übrigens auch eine Veränderung. Komme ich jetzt noch in die Karte noch mal rein. Beim BDU wird viel über Ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Gute Arbeit. Über den Offizier kommen wir da ja auch rein. Nee, jetzt kommen wir da nicht mehr rein. Teilweise 280 Tage dauern da Klamotten jetzt. Aber das ist auch gut so, weil das ging einfach viel zu schnell. So, das funktioniert auch jetzt viel, viel besser mit dem Transport.
Allerdings schon seit 120, möchte ich behaupten. Und ich möchte hier draufstehen können. Das kann ich hier noch nicht. Der kann das und ich nicht. Also es kann ja nicht sein, dass hier mein Bauch zu dick ist. Also da würde ich auch, ich würde gerne mal hier vorne stehen. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass das nur die können. So, habe ich noch was vergessen? Ja, der Kaffee. Na? Was brauchst du, Herr Kaloy? Wir können jetzt Kaffee trinken. Schau mal. Also das bedeutet, davon können wir auch mehr gebrauchen. Weil der sich verbraucht. So, gucken wir uns das mal an. Ist von einer so ein bisschen verbraucht. Ne, eher vom Kartenspielen. Posten verlassen. Falsch rum, ne? So, hier haben wir den Schrank. Und hier haben wir einen Kaffee. Ich halte nicht mehr aus. Jetzt haben wir einen hier drin und jetzt kann man den hier mit Rechtsklick trinken. Ach, lecker, lecker. Das ist das Atemgerät. Aber wenn wir jetzt also einen da reinpacken, habe ich nur das Gefühl, nutzt einem das nichts, weil wenn ich jetzt hier bin, habe ich hier nicht diesen Klick zum Trinken. Geht nicht. Das heißt, es bringt nichts, den mitzuschleppen. Da könnt ihr lieber was anderes nehmen. Bis jetzt muss man an den Schrank gehen, um das dann auch zu sich zu nehmen. Oder ich habe da was nicht geschnallt, dann kann man mich gerne aufklären. Ne, aber es funktioniert zumindest, dass man hier schön einen Kaffee trinkt. Schöner wäre auch, wenn der sich schon verbraucht, dann brauche ich hier einen ordentlichen Boni drin und nicht diesen normalen. Aber wie gesagt, da sind wir ja noch am Anfang. Spielt ja jetzt noch keine Rolle. Zu Befehl. So, jetzt gehen wir das nochmal durch. Auch hier wurden nur so ein paar Sachen angepasst. Hafenarbeiter sind ja immer noch in Planung, aber erstmal steht das hinten an. Was für mich wichtig wäre, wäre der TDC, ne, der Computerberechner, dass man da selber auch ran kann. Und das Programmieren mancher Sachen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe hier, wie ihn, und ich sage jetzt, er ist, geh mal auf Pause, Torpedomechaniker, dann kann ich jetzt hier auch mit Tapia das hier so aufrufen und kann dann sagen, pass mal auf, Kollege, du sollst einen vorwärmen, aber ich möchte gern, dass du den vorwärmst oder den. Man kann jetzt einzeln Vorgaben geben, vielleicht sogar, das müsste ich mal eben sehen, mit Control könnten wir dann sogar sagen, erst das, dann eine Warteschlange hinzufügen, dann den, dann den. Und dann macht er das auch in der Reihenfolge, in der wir das haben möchten. Ist eine Erweiterung seit 1.20 und habe ich so eigentlich, glaube ich, auch noch nicht erklärt. Den Kreiselkompass, damit der nicht unnötig hier Sprit zieht, den könnt ihr auf jeden Fall abstellen im Hafen. Ich habe dadurch, dass ich jetzt mal was nachgeschlagen habe, jetzt auch mitbekommen, dieser Kreiselkompass, der dauert so 2 Stunden und länger, bis der sich erstmal justiert. Den schaltet man nicht ein und dann ist er nach 2 Minuten einsatzfähig. Ich weiß nicht, wie das hier in der Simulation ist, aber in der Realität war es jedenfalls so, dass die eine ganze Zeit brauchten, um sich einzuschwingen. Also das war mir bis daher neu. Lernen wir noch mal wieder was dazu. Jetzt ist der aus und jetzt zieht ja kein unnötiger Strom. Und das sollte man gleich am Anfang machen. Kapitän? Dann hat man hier kein Theater, dass man da schon mit 80% nachher nur loswackelt.
Ja, außer dass das wieder runtergepatcht ist, ist dann hier, glaube ich, auch soweit alles erklärt. Was ja auch schon seit längerem ist, dass die Sachen, die man erforscht, wie zum Beispiel Torpedos, dass die sofort auch im Hafen dann sind. Vorher waren die trotzdem nicht da, da hat man sich gewundert und da war es eben auf Realismus. Die Dinger sind zwar jetzt erfunden, aber bis die dann im Hafen ankommen, die ganze Logistik und in welchen Häfen zuerst, das ist dann immer noch mal so eine Sache gewesen. Und jetzt ist es überschaubarer, man hat was erforscht und dann hat man auch Zugang dazu. Ich denke, da kann man mit beiden leben. Vielleicht gibt es später mal einen Hardcore-Modus, aber das ist soweit auch okay. Dann holen wir uns hier noch mal eben die Nachricht. Na, das habe ich ja noch nie gehört. Erfolgreiche Patrouille U96. Auch wenn das eine Nebensache ist, für die Atmosphäre sehr wichtig. Ich finde es viel wichtiger, dass die jetzt mal ein paar Kommentare mehr drauf haben, als ist das öde hier. Na? Ja, ich denke, da hat sich doch schon einiges getan. Ich freue mich, dass der Entwickler da immer wieder nachlegt, dass das einfach kein Ende nimmt. Und das ist ja auch gut so, weil nach einem Jahr, glaube ich, ist das ja auch durch. Und da möchte ich ja also noch einiges drin haben. Da ist ja noch einiges an Luft nach oben. Aber für mich lässt sich das jetzt schon super spielen. Da macht man, finde ich, nicht verkehrt. Was ist das hier? Zwei Torpedos draußen. Das sieht ja schon wieder ungesund aus. Aber er wärmt den halt vor. Mal gucken, was passiert, wenn ich ihn jetzt abbrechen lasse. Na, machen wir aus ihm wieder den leitenden Ingenieur. Okay. Sieht gut aus. Schön. Wollen wir uns noch mal einen Auftrag abholen? Was meint ihr? Beim BDU wird viel über ihre letzte Patrouillenfahrt. Ja. Gute Arbeit. Ich weiß. Dies sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng geheim. Spionage patrouillieren. Also Nordatlantik, hier so ganz easy going. Da wäre ich für. Mal so ein entspanntes Ding. Und wir brauchen eine Pause, oder? Brauchen wir eine Pause? Nein. Doch. Nein. Kann ich ja nicht machen jetzt. Erst wenn man heimkommt, frühestens. So, der ist fertig schon, ja, mit dem Transport. Dann können wir den auch wieder als, nicht als Torpedo, Quatsch, als leitender Ingenieur. Den legen wir schlafen. Ja, ich glaube, das war's im Großen und Ganzen. Jetzt geht es noch ein bisschen hier um die Reisegeschwindigkeiten. Dazu muss ich mich hier erstmal lösen. Der steht da auf diesem Podest. Hier kann ich das auch. Aber da komme ich gar nicht hoch. Ich will dann immer springen und drücke Pause. Also das geht nicht. Ich muss unbedingt hier diesen Posten hier haben. Bitte, lieber Entwickler, mach Dufti da so eine Treppe hin. Ich brauche ein bisschen mehr. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Herrlich. So muss das sein.
Ja, und was mir auch sehr lieb wäre, ich hoffe, dass ich da nichts Falsches jetzt erzähle, es gibt immer noch keine Tasten für das Ruder. Ruder mit Schiffs und dann eben Steuerbord, Backbord. Ich finde das ganz hilfreich, auch wenn ich hier rechts hinklicken kann und so. Ich finde das schon schöner, wenn man das nochmal per Tastendruck machen kann. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. So, mit dem Zeitfaktor verhält sich das ja so. Solange man sehr dicht an einer Küste ist oder wenn man sehr dicht an einem Feind ist, dann läuft die Echtzeit. Das heißt, hier steht 16 Uhr und jetzt kann man auch wirklich 5 Minuten mindestens warten, bis der auf 16.10 Uhr springt. Also das ist dann schon annähernd Echtzeit, wenn es nicht sogar Echtzeit ist. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber es läuft, die Zeit läuft sehr, sehr langsam. Ich gehe von Echtzeit aus. Gut, jetzt bewegen wir uns mal in ein anderes Gebiet, sodass wir das offene Meer erreichen. Herr Offizier. Na, das ist auch neu, dass die sich dann nochmal melden. Jetzt sind wir zwar auf offener See, jetzt aber schon wieder nicht mehr. Deswegen müssen wir da nochmal durch. So, was noch nicht geändert wurde, was glaube ich bei denen auch nicht auf dem Schirm ist, was mir aber sehr wichtig wäre, ich mache mal Pause. Wenn ich jetzt hier lang schippe, das ist das Langsamste, was geht. Ich habe keine Beschleunigung drin. Klar, so sieht man auch, ist doch ganz langsam, kein Problem. Zum normalen Reisen braucht man Minimum diese Geschwindigkeit auch, sonst kommt man ja nicht vorwärts. Aber jetzt nehmen wir mal an, wir haben hier ein Schiff. Ist jetzt gerade in diesem Moment hier an diesem Platz und bewegt sich dorthin. Und wir haben ja hier den Kurs, den ich jetzt einzeichne. Und wenn ich jetzt hier ins Hydrophon gehe und jetzt sage ich mal ein, zwei Minuten in Ruhe mir hier die Umgebung anhören will, in der Zeit bin ich aber spätestens, selbst wenn ich stehen bleibe, das Schiff an mir vorbeigefahren. Guckt an, wenn ich jetzt hier auch kleine Fahrt mache. Das Schiff ist ja dann viel schneller. Und das zieht so schnell an mir vorbei, dass das ganz schön nervt. Man kann so auf jeden Fall zocken, das ist alles drin, das lässt sich auch gut spielen. Aber ich brauche hier nochmal eine Taste, wo ich sage, jetzt bin ich in Echtzeit. Und dann kann ich in Ruhe das ganze Meer abhorchen und hab dann wirklich die Zeit dafür. Jetzt, wenn man das so weiß, ist es natürlich so, dass man da normal gut mit leben kann, weil wenn ich hier horche, kriege ich hier auch schon Kontakte mit, nicht nur ja in diesem kleinen Bereich. Und sobald der Gegner näher ist, geht er ja in seine Echtzeit. Aber ich würde halt gerne auch mitten auf dem Meer auch in Echtzeit verbringen können. Und da würde ich mir wünschen, dass das noch irgendwie mal möglich ist. Ist aber eine Sache, die nicht ultimativ jetzt sein muss. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, aber ansonsten das Zeitmanagement, das wäre dann die normale Zeit. Und wenn ich reingehe, habe ich ja kein Zeitvorspulgefühl oder so. Das läuft ganz normal. Aber man sieht hier 7.30 Uhr. 7.40 Uhr, die Zeit läuft schon sehr flott ab. Und wenn jetzt ich den Befehl gebe, tauchen, dann wird eine Stunde vergehen, bis die unter Wasser sind. Ja, und auch da hätte ich mir dann in dem Moment halt die Echtzeit gewünscht, wenn ich es möchte.
Aber wie gesagt, ich verstehe das schon mit der ganzen Mechanik. Das ist alles sehr schwierig abzustimmen. Und so ist das eine gute Lösung. Man kann so auf jeden Fall spielen. Man soll mich da nicht missverstehen. Aber das wäre so für mich das i-Tüpfelchen. Ansonsten habe ich, glaube ich, jetzt alles noch mal so weit erklärt, was wir noch so an Neuigkeiten haben. Vor allem das mit Kaffee trinken finde ich nett. Und die Reichweite hier, die ist auf realistischer gesetzt. So habe ich es gelesen, obwohl ich meine, dass es hier immer noch zu hoch ist. Und man hier nicht wirklich managen muss. Man kann ja auch rumtricksen, indem man immer mal über Wasser die E-Maschinen benutzt. Geht hier, glaube ich, aber auch noch nicht. Bin mir nicht sicher. Ob, da müssen wir mal eben gucken. Könnte ich jetzt sagen, E-Maschinen. Wäre nur hier drüber möglich. Und da lässt er mich rein. Wechseln auf E-Motor! Funktioniert. Wenn die jetzt anspringen. Ja, und die laufen jetzt sehr langsam. Mal gucken, ob die jetzt auch schneller werden. Schneller, schneller! Oh yeah! Die sind da schon angepasst. Jetzt dürfen die kaum Blasen schlagen. Bei diesen geringeren. Und sobald man schneller fährt und man ist zu... hat nicht genug Tiefe, dann müssten die diese Gravitation dann erzeugen, ne? Aber schön. Gut, das haben wir auch. Und wenn man jetzt mit den E-Maschinen eine Zeit lang fährt und dann wieder die Diesel anschmeißt, dann ist es tatsächlich im Endeffekt, hat man da eine größere Reichweite gehabt. Also das, was man an Diesel verballert, um die E-Maschinen zu laden, wenn man das wahrscheinlich sachte gemacht hat, das war dann weniger, als was man wieder an Reichweite rausgeholt hat. Nur die Geschwindigkeit, ne, die war nicht ganz so hoch dann in dem Moment. Aber so dieses Tricksen, das war nicht schlecht, ist hier jetzt gar nicht mehr so notwendig, weil hier kommt man eigentlich bisher immer hin. Und jetzt ganz ehrlich, Kraftstoff ist jetzt da raus. Ich gehe mal wieder auf Diesel. Wechseln auf Dieselmotor! Kann natürlich sein, dass das schon realistisch ist und dass das halt mit den Rumtricksen hier mit meinen Leuten, ne? Ich nehme den mal raus. Ich schicke den mal ins Bett. Und dann sieht das ja schon nicht mehr so gut aus. Und 15.200 Kilometer... Da kommen wir in einen Bereich, wo ich sage, das ist dann doch schon realistisch. Und wenn wir mehr Gas geben, wird das noch mal weniger. Schneller, schneller! Und geht das auf 13.000 runter. 13,6. Gut, ich will hier mal jetzt beenden, das nicht zu lang werden lassen. Wir hätten unser Gebiet hier unten. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ich könnte ja auf jeden Fall mal hier einen Speicherpunkt setzen. Zack. Auch das geht jetzt, ne? Eine ganze Ecke flotter. Und vielleicht kann ich dann noch was aufmischen. Das würde ich dann aber in einen zweiten Teil machen. Ich guck mal, wie sich das jetzt hier zeitmäßig so verhält. Möchte mich bedanken für die, die jetzt bis zum Schluss hier tapfer bei mir geblieben sind. Ich freue mich sehr auf die Daumen hoch. Ja, das ist ja wie für einen Künstler dann der Applaus. Nicht, dass ich damit sagen will, dass ich ein Künstler bin, aber die Daumen, das tut schon gut. Dann weiß man, dass man nicht alles verkehrt macht. Und freue mich natürlich auch über die Kommentare. Ich wünsche euch noch viel, viel Spaß beim Simulieren, hier vor allem beim U-Boot. Und bleibt mir gewogen. Macht's gut. Tschüss.